So, willkommen nach einem kleinen Cut in der zweiten Folge von Let's Play Gothic 3. Übrigens nicht wundern, die Folgen gehen jetzt 15 Minuten und wir machen jetzt hier weiter und fangen mal an, die Stadt hier an. Anfangs schon ein bisschen auszuräumen. Gucken uns erstmal das Pult an, um noch was hoffentlich zu lernen. Uninteressant. Okay, schade. Was haben wir denn hier? Na gut, hier ist jetzt nichts. Weiter. Gut, egal, gucken wir uns die anderen Häuser an. Übrigens, die Namen sind jetzt so grün, das heißt, sie sind mit uns gut gestellt. Ja. So, wir klauen uns jetzt mal alle Waffen zusammen, die wir irgendwie finden können. Der wird allein eine Klaufolge hier. Hier haben wir so viel auszuräumen. Das ist Wahnsinn. Hier mal ein Bogen und noch ein Bogen. Und was ich noch dazu ankündigen kann, es wird für dieses Let's Play keine Thumbnails geben, die werden noch nicht nachgereicht. Das ist so ein Let's Play, da brauche ich das Ganze alles nicht. Das macht würde mir zu viel Arbeit machen. Jetzt schauen wir mal in die Truhe. Nehmen wir alles mit. Hier können wir das ja wie gesagt noch. Man, die Dialoge sind so verkackt, ey. Naja. Hätte es Gothic 3, was will man machen? Ah, da kann man auch Zeug. Ich werde mir echt einfach mal alles. Ja, hier ist auch geil. Hier sind alle Äpfel hier. Gönnen wir uns alle. Schnapp. Schnapp. Geil, dass auch die Anzeige rumspinnt. Naja. Ich wollte es so, indem ich ein Let's Play angefangen habe. Ich will auch nicht nur meckern. Ich finde dieses Spiel an sich trotzdem richtig geil. Ist ja nicht so, dass ich meckern will. Hallo, wie geht's denn hier rein? Am besten über die. Ach, das ist ja das Haus. Oh, das ist schon gut. So, schauen wir mal die Truhe noch. Was wir ja also zu haben. Nehmen wir vor allem mit. Vorhin in der Jolt. Ich kann es gar nicht so lange aufnehmen, ich muss dann bald wieder einen Cut machen. Ich weiß, Mann, ich weiß. Ja. Schau mal, was haben wir hier noch? Am Anfang zogen die Nomaden über das Land und der ewige Wanderer führte sie. Okay, ja, das ist plus 5. So kann man sich ganz gut halt in Gothic die Fertigkeiten aufdonnern, indem wir uns einfach alle Sachen, die hier so stehen, durchlesen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ach, hier liegt noch. Wollte ich schon. Schatz. Nee. Du solltest meinen Rat annehmen. So, hier mal ein bisschen schinkern. Oh, brauchen wir was für den Bauch. So, dann haben wir noch hier schön den Alk. Können wir mitnehmen. Das ist ja die so Frauenalk. Das ist ja nichts Männliches. Na, hier haben wir kein Bier. Am Start. So, dann noch. Gerade war hier noch irgendwas. Heil. Kelle. Ist ja so sinnlos. Sinnvoll. Ich sag das, was ich eigentlich denke. Geil. Haben wir jetzt schon alle gekauft, ich habe keinen Plan. Nichts zu holen. Da Häuser hier. Hier steht was über Alchemie. Cool, Alchemie. Gut, dass das Inventar hier nicht wie bei anderen Rollenspielen wie Skyrim und so gleich voll ist. Einziger Vorteil ist halt natürlich auch Vorteil, deswegen werde ich auch keinen Magier machen. Das mache ich dann mal in einem Rollenspiel. Wenn ich mal ein anderes Rollenspiel mache, werde ich dann da mal das Ganze von der magischen Seite machen. Okay, auch nicht. Ja, da werde ich mal diese ganze magische Sache machen. Ah, hier haben wir noch. Hier brauchen wir einen Schlüssel an Dietrich für. Damit
zwar niedrig und finde noch eine. Hier haben wir zum Beispiel eine Magie. Das Problem in Gothic 3 mit den Magien ist, die Magien halten nichts. Also die, wenn du da einen Blitz hast, der ist nur einmal einsetzbar, danach musst du den neu kaufen. Ja, so Grafik war gerade toll. Ja, also das ist halt das, deswegen werde ich in diesem Spiel nichts mit Magie machen. Vielleicht mal gucken, ich werde dann auch diese Folgen hier nicht auf der Festplatte lassen, muss ich mal schauen. So, ich denke mal, wir haben jetzt fast alles. Wir müssen auf jeden Fall nochmal auf diesen Turm hier hoch. Ich war jetzt wirklich schon überall drin, ich gucke die mal nochmal nach. Oh, hier habe ich schon alles. Ich meine, was nicht. Nee, hier ist noch mehr, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt damit einfach mal alles. Hier oben ist auf jeden Fall noch eine Truhe auf dem Turm, das weiß ich. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Also, dann reden wir nochmal mit den Leuten. Ups. So. Hallo, Truhe. Ja, mal gucken, ob ich diese geilen Moves noch drauf habe. Warte mal kurz. So, hier sowas. Yay. What the fuck? Im Ernst? Von so ein bisschen... Ja, und steck im Haus fest. Ach du Scheiße. Holy fuck. Ja, wir stecken mit unseren Stiefeln im Haus. Fuck. Ich hab nicht gespeichert. Das ist eine andere Speicherstände hier. Scheiße. Fuck. Och nö. Ah, fuck, ey. Ey, naja, was soll's. Scheiße. Ich habe ja noch nicht einmal gespeichert hier. Gibt's hier einen anderen Spielstand noch? Ich guck mal ganz kurz die Spielstände. Nee, das ist nicht da. Ich guck mal ganz kurz den Spielstand. Na gut, hören wir die Dialoge, glaube ich nicht. Guck mal nochmal, ob der ein aktuellerer ist. Wenn nicht, muss ich nochmal alles aufnehmen. Aha, fuck, ey. Ich dachte ja nicht, dass wir von so ein bisschen sterben würden. Na, toll. Weil normalerweise hast du irgendwelche Fertigkeiten geskillt, dass du da ohne Probleme runterjumpen kannst. So. Das ist jetzt der richtige. Ja. Nee, glaube nicht. Lass dich nicht unterkriegen. Erstmal Pause machen. Folgendes: Wir hätten runter zu Diego gehen müssen. Boah, scheiße. Haben wir. Also, er sagt, dass wir oft, dass wir von Piraten überfallen wurden und dass es kaum Wege gibt. Dann, der eine gehört ja zu den Magiern hier. Das zeige ich euch gleich nochmal eine Zusammenfassung. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich nach Süden durchschlagen. Wir werden uns doch wiedersehen, oder? Davon gehe ich aus. Ja, ihn treffen wir auch wieder und ich weiß schon wo. Darum geht's mir nicht. Er hat uns einfach gesagt, dass alles von Piraten überfallen wurde und jetzt... wir haben gerade im Dialog schon gesehen, Diego, unser Kumpel, der bringt uns dann ins Lager gleich, ins Banditenlager, was wir uns dann angucken werden. Ja, und die anderen, der eine geht dann in die Wüste. Nee, warte mal, Diego geht dann, der geht dann dahin, wo es was zu holen gibt, der auch an Wüste und der hier guckt sich bei seinen magischen Freunden um. So habe ich jetzt mal hier kurz die Zusammenfassung gegeben. Zeig mir, wo sich die Rebellen versteckt halten. Es ist nicht weit von hier. Folge mir. Ah, das machen wir jetzt noch kurz und dann höre ich erstmal auf aufzunehmen. Alter, scheiß die Wand an. Jetzt hätte ich fast alles verkackt, ey. Nur mit so einem hässlichen, scheiß großen Sprung, ey. So ein Dreck. Naja, was soll's. Ja. Weil ich kann jetzt nicht so lange aufnehmen, ich habe noch andere Dinge zu tun. Deswegen schauen wir mal. Nehme ich beim nächsten Mal auf. Hier ist Gavin Kaka hier. Ich guck mal, oh Gott. Über all diese Mistviecher! Ah, ist tot jetzt. Können wir reingucken, hat da ein bisschen Zeugs bei. Ich guck mal, wie viel. Oh, krüppel rennen. Hier springe ich den Baum. Nein, nicht die Haare ziehen, durch den Baum. Jetzt gucke ich, dass mal ich nochmal ein paar Speicherungen mache. Siehst du, da sind sie. Ich habe es doch gewusst. Ich kann nur für uns hoffen, dass die Orks dieses Versteck niemals finden werden. Lass dich nicht unterkriegen. Danke, wir sehen uns. Pass auf. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz in den Spielständen. Wie kann ich den löschen? Pass auf. Bob.
Ich lösche mal die anderen. Dann speichere ich ab und dann beende ich es hier. Ja, die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer. Kann passieren, ne? So, dann mache ich Spiel speichern. Geh nochmal hier rein, Speicher. Setz ein Save State, also so eine Schnellspeicherung hier. Und beende jetzt hier, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Also dann, Leute, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein, tschüss.